Du darfst es heute Abend einfach geniessen, weil die Nummer aus dem Jahr 1970, die ist so lange aktuell, wie es Skilift gibt auf dieser Welt. Und das zeigen uns jetzt der Rob Spence, der Stefanie Berger, der Volker Martins von Oropax und der Marco Rima. Aufschliessen, Kollegen, aufschliessen, sonst gibt es Durchzug. Wollt mich nicht schon wieder verkälten. Schliesslich habe ich ja schon fast alle Krankenschwestern im Kantonsspital, gell? Oh, I say, it's a wonderful day, isn't it? Beautiful view, ein wunderbare Aussicht, yes? Ja, ja, very well. Ja, Aussicht, was habe ich denn für eine schöne Aussicht, wenn die Organisation hier so im Eimer ist? Das ist alles Scheibenhonig hier. Jetzt stehe ich schon seit einer Stunde hier und komme nicht nach oben, Mensch. Da ist, hier fehlt die Organisation, ein bisschen ruckzuck, zack, zack, verstehen Sie? Sie müssen sich nicht so aufregen. Es hat halt an einem so schönen Morgen enorm viele Leute. Sonst geht das amix viel schneller. Ach Mann, Frau. Weil, gehen Sie weg hier, das ist doch Schlamperei, das kommt bei uns nicht vor, bei uns läuft das wie am Schnürchen. Der Schweizer, der kann doch nicht organisieren, da kommen Sie nicht zurecht mit der Organisation, da fehlt ein bisschen ruckzuck, zack, zack, verstehen Sie? Du, lass mal, erzähl mal ein bisschen von dem Unfall, wie gell? Unfall? Hat noch nie einen Unfall gehabt? Wolltest du ja nicht behaupten, dass ich mit so einer Schnur auf die Welt komme, hä? Und Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass das ja organisiert ist. Da sollten Sie mal unsere Bergbahn sehen. Ruckzuck, zack, zack. Ja, ja, und welche von beiden Menschen jetzt? Sie auf den Ruckzuck oder ich auf den Zackzack, eh? Oh, I say, it's a wonderful day, isn't it? Ja, man bekommt wirklich nie genug von dieser herrlichen Aussicht. Ja, was meinst du, die Aussicht, die ich mit dem da vorne habe, hä? Das ist doch der letzte Korbflechter aus dem Wuppertal, du. Die einzige Aufstiegsmöglichkeit für dich ist ja wirklich nur der Skilift, gell? Aufschliessen, Kollege, aufschliessen, es hätte dir ein bisschen Platz gegeben. Hör mal, Schneckenheierli, es geht auch dich an. Oder bist du Bremser von deinen Bergbahnen, gell? Lass du noch mal ein bisschen die Ohren hinterher litzen, da vorne wird es eng, gell? Spinnen Sie? Lassen Sie das, Mann, da sollten Sie mal zu uns kommen, da sollten Sie mal unsere Bergbahnen sehen, da geht das ruckzuck, zack, zack, verstehen Sie? Ja, ja, hör mal, jetzt machst du einen Fehler, gell? Jetzt hast du deine Federn ein bisschen zu fest zugezogen. Deine Bergbahnen gut und recht, gell? Aber wegen dem musst du nicht so pfeifen wie eine Dampflocke. Erstens sind wir da nicht im grossen Kanton, sondern in den Bergen am Skilift und warten, gell? Und zweitens hast du sowieso einen grossen Kopf. Ja, jetzt lassen Sie doch den Herr in Ruhe. Schließlich sind wir seit Jahrhunderten auf den Fremdenverkehr angewiesen. Ja, du kannst gut von früher reden, gell? Du hast ja schon auf dem Rütli-Schuhr-Programm verkauft, du. Ja, nein. Also, Sie müssen ja zugeben, solche lassen in der Ferien immer etwas liegen. Ja, meinst du den da vorne, da, der mit seinem Grind wie eine Pfauentür, hä? Weißt du, so richtig zum Dreiginken, gell? Hä? Der hat doch einen Grind wie eine Wundertüte, du, voll von Überraschungen, du, hä? Weißt du, dem haben sie doch ein Dampfglätzchen auf den Hals gelegt und der hat sie mir Blatter gegeben, hä? Ja. Hey, du, lass mal die Schnecken heilen, du Alpen-Playboy. Hast du eigentlich ein Vollgasko für deine Bühle, hä? Jetzt lassen Sie doch den Herr in Ruhe. Schließlich werden derige Leute Devisen ins Land. Ja, mit der Devise hast du ausnahmsweise wieder mal recht, gell? Meine Devise lautet «Make love, not war», gell? Aufschliessen, Kollege, aufschliessen! Bringt euch die Transporthöcke wieder in den Weg. Schließlich sind wir 20 cm näher am Ziel, hä? It's a wonderful day, isn't it? Wonderful, von wegen wonderful. Unzumutbar ist das ja alles. Missstände sind das. Und den Text hier völlig unleserlich aufgeschrieben. Das sollten Sie mal. Also, das sollten Sie mal. Ja. Eine unmögliche Handschrift hier. Willst du meinen Text haben? Ist viel einfacher. Ja, ich will immer Brigitte Bardot sagen, weil ich Bergbahn mit BB abgekürzt hatte. Da sollten Sie mal unsere Bergbahn sehen. Ruck, zuck, zack, zack, oben sind sie. Das geht hast, so hoch. Das hast du jetzt gut abgelesen, gell? Aber los jetzt mal, gell? Reg dich ein bisschen ab, sonst gibt es noch ein überraschendes Kollapsli da unten. Hä? Benehmen Sie sich mal wie ein zivilisierter Mensch. Ja, schau doch gescheit den Bergen an. Siehst du dort den Rotstock? Und dort den Mürzenstock? Und das, was man immer auf die Schuhe stellt, ist der Skistock, gell? Danke vielmals. So. Du musst weitermachen. Bin ich dran? Bin ich dran? Bin ich dran? Ja, ja. Bin ich? Hey, Randdecker, du bist dran. Ich bin dran. Ich habe drei Sätze. Ah, du bist dran. Ja. Yippity-doo-da, yippity-day. My, oh my, what a wonderful day.
Mann, ich verstehe überhaupt nicht, wie der noch singen kann. Der soll erst mal 25 Mal hintereinander ruckzuck, zack, zack sein. Ja, ja, ruckzuck, Bergbahnen, ja, gell? Bergbahn. Und jetzt gibt er noch einen kleinen Gratis-Tipp, gell? Wenn du dann an den Bügel kommst, musst du nicht nur mit den Zopen dranhängen, gell?